So, jetzt machen wir gleich mal Pause raus. Dann wollen wir versuchen, hier die letzten, nicht nächsten, naja, die nächsten auch, aber auch letzten Poltergeister, ich glaube auch Blutsauger gibt es hier noch, wegzuknören und mal das zu finden, was es hier zu finden gibt. Es ist ja nicht nur das Vanilla-Zeug, sondern ich habe ja, glaube ich, für Akim auch schon den Auftrag, hier ein bisschen was zu suchen. Naja, schauen wir halt mal. Ja, ich weiß schon. Ja, jetzt habe ich schon mal den Auftrag, den Code zu finden. Ja, fickt euch. Ach ja. Da wird es ja auch noch lustig. Da wartet ja auch noch ein bisschen was anderes. Vielleicht sollten wir einen Waffenwechsel bevorzugen. Speichern. Nerviges Viech. Wir können natürlich auch mal hier rein. Und zwar glaube ich auch Blut. Oder war das hier? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Wo ist er denn da? Ach, fick dich doch. Gott sei Dank tust du nicht so sehr weh. Wo bist du? Da warst du. Okay, den nächsten los. Das ist schön. So, das ist aber noch nicht alles. Warten wir, das ist noch ein, zwei. Sieht man ja auch die Tumor oder was. Da unten wartet, glaube ich, auch noch mehr. Riskieren das mal. Ups, ich bin hier gerade irgendwo reingelaufen, was ziemlich ungesund ist. Ja. Ist nichts drin. Hier noch lang. Ja gut, hier ist eh klar. Hier kommen, glaube ich, Blutsauger. Nein, ich war der Meinung, dass. So, wollen wir da runter? Hm, muss ich ja wohl. Ja. Der Spaß wird riesengroß. Wo ist er? Ja, hören die uns nicht. Ich sehe das gerade überhaupt nicht irgendwie.
Spawnen erst, wenn wir. Ja, scheint zumindest so, als ob die erst spawnen, wenn man die Info hat. Da kann man nichts kaputt machen. Ach, das war schon kaputt. Blöd, Mann. Wäre vielleicht nicht schlecht, mal das Nachtsichtgerät anzumachen. Ups, und nicht da reinzulaufen. Moment, ist es ein Artefakt? Nein. Nee. Also das auf jeden Fall nicht, aber hier scheint es was zu geben. Willst du mich verscheißen? Ja, jetzt wieder nicht. Komisch. Den check ich nicht. Wo ist denn das blöde Drecksartefakt? Also hier auf jeden Fall nicht. Komisch. Okay, war auch nix. Der ist klar. Was gibt's hier noch? Nüchte. Habe ich nachgeladen? Ja. Speichern klingt nach einer guten Idee. Dear Golly, let me remind you that you will be servicing the tanks in the central laboratory starting tomorrow. You must inspect them every 2 hours. Make your reports directly to me. The code to the central laboratory is 9524. Aha. War das gar nicht in dem Stalker-Such? War das in einem anderen, wo dann hier Bürger gespawnt sind? Kann sein. Verwechsel ich gerade. Cool. Da habe ich jetzt nichts dagegen. So. Die haben wir alle. Ja, dann geht's eigentlich wirklich wahr. Jetzt hier hinten rein. Wir sollten, glaube ich, eins machen. Da trampelt er schon. Armor, genau. Zack, okay. Jetzt geht's wieder besser. Ja, ist nicht optimal, aber erstmal gut genug, hoffe ich. Ja, ja. Speichern klingt gut. Wie war der Code? Irgendwas mit 9, bla bla, ne? Ich vergesse das immer. Find the code. Ja. Und wie? 9524, genau. Eigentlich müsste man es sich irgendwann ja mal merken. Aber naja. Hier geht's rein. Da hinten wartet er. Will ich da wirklich schon hin? Oder mache ich erstmal ein bisschen was anderes? Blöd, mal nicht hier lang, sondern. Moment, wo geht's denn jetzt lang? Nee, ich muss da rein, bevor ich raufkomme. Genau.
Ah, verdammte Scheiße. Was ist das denn? Bier. Aha. Das war eine Palette voll Bier. Naja, bringt mir zwar jetzt nicht viel, aber... ja. Speichern klingt nach einer guten Idee. Haben wir gesagt. Nachladen auch. Und jetzt failen. Da oben ist er. Wo? Da. Ist aber eigentlich nicht alles. Da fehlt noch einer. Hä? Ist nur der? Okay, ich verwechsel hier gerade was. Da kommt erstmal wieder ein kleines Träumchen. Ich hoffe mal, das nimmt alles mit auf. Sieht aber so aus. Die Anzeige sehe ich noch. Ich muss noch schauen, wo die Dokumente vom Archiv sind. Стрелу! Scheiß Dokumente, auch das sind sie. Okay. So. Und schon habe ich ein bisschen was gekriegt. Info. Jetzt ist nur die Frage, wo sind denn die Dokumente für den... für den Archim? Die müssen ja praktisch auch irgendwo hier sein. So, die Gefahr jetzt sind aber keine Mutanten mehr. Sondern Militärsäcke. Okay, hier ist nichts. Noch keiner. Gucken, wo die blöden Dokumente sein können. Die müssen ja eigentlich irgendwo hier unten sein, meint man. Vielleicht da oben. Oh, was war denn das? Da war irgendwas Ungesundes. Das kann man nicht kaputt machen. Was war das jetzt? Klang nicht so gut. Ja, den habe ich nicht. Kann man nicht durchsuchen, die sind dauerhaft weg. Okay. Wo sind denn die scheiß Dokumente für den Archim? Hier noch was? Hier ist nichts. Ich sag mal, den verstehe ich jetzt nicht. Wo sind die Dokumente für Archim? Oder spawnen die erst, wenn man das erste Mal drin war und wieder raus ist? Das kann nämlich auch sein. Jetzt gucken wir nochmal auf die andere Seite. Und ansonsten müssen wir halt gehen. Hier später noch mal rein, weil hier unten war ja jetzt nichts mehr. Oh, jetzt bin ich da wieder durchgelaufen, ich Idiot. Hier was? Nö, hier ist auch nichts. Also
Ansonsten gucken wir auf dem Rausweg nochmal alle möglichen Räume durch. Gibt's ja auch noch ein paar. Ach, ich glaube, ich weiß sogar wo. Wo ich dran vorbeigelaufen bin. Den Hammer. Ja, einen Stuhl kickt man durch die Gegend, auch nicht schlecht. Ja, 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 ja. Ansonsten gibt's hier eigentlich nichts. Mal die blöde Nachtsicht ausmachen. Okay, hier gibt's nichts. Wollen wir mal schauen, ob man hier unten weiter gucken. Hey, wieso mach ich mein Licht aus, Idiot? Rums. Also ich nehme mal an, das ist der erste. Normalerweise. Ich will ein schlechtes Zeichen, wenn er nicht da ist, weil dann kann es sein, dass es wieder ein bisschen verbuggt ist alles. Aber ich hoffe, dass das noch funktioniert, weil das kann nämlich auch passieren, dass die dann so zugebuggt wird, dass man nicht mehr rauskommt. Dann muss ich mal schauen. Ja, okay, hier ist nix. Jetzt suche ich aber noch den anderen Raum. Da muss ich aber erstmal hier raus. Zu. Zur Sicherheit sollten wir vielleicht noch eins mampfen. Okay, hier ist keiner. Oben an der Tür. Das ist schlecht, weil eigentlich müssten die schon hier unten sein. Wenn hier unten keiner ist, das ist wieder ein schlechtes Zeichen. Gefällt mir gar nicht. Gibt es hier noch irgendwas, wo Dokumente liegen könnten? Ich würde es ja gern mit erledigen. Wäre irgendwie nice. Was ist das nur, ein Poltergeist? Ich war immer der Meinung, das ist der Bürger, ne? Verwechsel ich das mit der RMA wahrscheinlich. Da oben gibt es noch was, genau. Ich glaube, das ist der Raum, den ich vergessen habe. Auf jeden Fall einen Kühlschrank. Hier gibt es ein bisschen Zeug. Ja, Bandagen, toll. Willst du mich verscheißern? Hier ist irgendwo ein Safe drin, normalerweise nicht. Nee. Okay. Dann verwechsel ich das auch gerade wieder. Ei, das ist immer zu viele Stalker-Varianten zocken. Also hier auch keine Dokumente. Dann frage ich mich jetzt aber, wo sie sind. Weil irgendwo müssten sie ja sein. Hier ist immer noch das Piepsen von dem Artefakt, was ich gar nicht finde. Finde ich auch toll. Ja, ja, ja. Hier wäre das, aber es ist nicht da. Jetzt habe ich es ja doch. Was war's denn? Bloß ein Dorn? Na toll. Brauche ich ja unbedingt. Ja. Also Dokumente für Akim habe ich nicht. Das sind die richtigen, die ich brauche. Hm.
Jetzt verklickern wir mal, wo die noch sein können. Wahrscheinlich ist es doch so, dass man erst einmal raus muss, damit es dann funktioniert. Damit die auch spawnen, weil hier ist nichts. Absolut nichts. Gar nichts. Aber gar nie nicht. Boing. Ja, hier ist irgendwie auch nichts. Schieben wir Fässer durch die Gegend. Aber ansonsten. Haben wir hier was ist denn das? Ach, eine Granate bloß. Ja, auch nicht so sinnvoll. Ist jetzt auch nicht das, was ich brauche. Okay, hier komme ich nicht raus, so wie es aussieht. Oder rein oder sonst irgendwas. Geht hier was? Nee. Hier ist auch nichts. Dann können wir höchstens eins. Hier oben drin, in einem derer, in einem, es gibt nur einen, ach ne, da hier auch noch. Na komm, mal kurz Ausdauer regenerieren. Hopp, rauf da. Sag mal, ist denn das so schwer? Da kann man doch rauf normalerweise. Warte mal. Probieren wir halt hier rauf zu gehen, das geht nämlich. Hier rüber zu springen, ja, wo ich voll vorbeispringe. War klar. Dann probieren wir es halt doch nochmal von hier. Muss doch gehen. Na also. Sag mal, willst du mich verscheißern? Ah ja. Aber hier ist auch nichts. Keine Dokumente. Schade, ich hätte die gerne jetzt gleich noch in einem Rutsch mitgenommen. Aber das geht wohl nicht. Na komm, du Kiste, die Spawner mal, damit ich sehe, ob ich irgendwas vergessen habe. Ach, die spawnt nicht. Doch, jetzt. Aber hier ist Nüschte. Schade. Ja, verdammte Axt. Das war's? Ne, das ist auch gar nichts. Ansonsten müsste ich nochmal vielleicht auch in den Guide reingucken, wenn ich sie auch nicht finde. Aber eigentlich möchte ich das erstmal so versuchen. Wir können auch einfach nochmal, wie gesagt, ein zweites Mal in das Labor rein, wenn wir das erste Mal abgeschlossen haben. Kann sein, dass sie dann spawnen. Weil hier gibt es jetzt ansonsten nichts mehr. Was hilfreich ist. Aber rein gar nichts. Kein Dokument, nichts, ne? Wenn ich hier die F-Taste drücke oder so, ist nichts zu sehen. Da ist ja immer noch irgendwo ein Poltergeist. Wo ist denn der letzte hässliche Vogel? Ja, super, wo bin ich jetzt wieder reingesappt? Sag mal. Hier ist nichts. Wo
ist der beschissene Poltergeist, der hier immer noch rumspukt? Mann, geh mir auf den Sack. Hier geht's nur zurück, ne? Richtig soweit? Ja. Okay. Wir gehen nochmal in den anderen Raum da. Ob ich da schon drin war, weiß ich nicht mehr. Hier. Das ist auch das, wo die Blutsauger kommen. Glaube ich. Ich glaube, wir sollten nochmal einen Waffenwechsel machen. Da runter gehen. Okay, gib mir deine Augen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Nachtsicht aus, müssten wir das was? Sehe ich dann mehr? Sehe ich überhaupt nichts mehr. Ach, ist das cool. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aha. Immer wieder gern gesehen. Aber hier war ich ja vorher schon drin, ne? Was ist denn? Was ist denn da für ein Ding? Man sieht gar nichts. Ist das vielleicht hier oben? Ja, das sind auch keine Dokumente. Ja, ja, ist ja gut jetzt. Ich gehe ja schon. Nö, also irgendwie. Da drauf schießen sollte ich besser wohl nicht. Das könnte ungesund werden. Ey, sag mal. Wirst du wohl da raufgehen? Nee, wirst du nicht. War es immer noch so eine schwere Blutung? Was ist denn los, Mann? Aha, jetzt. Aber hier ist auch nichts. Also Poltergeister scheine ich jetzt alle zu haben, weil jetzt kriege ich nichts mehr aufs Maul. Schön, danke. Zeig uns. Ich könnte mir denken, wo sie sind. Die Dokumente. Das wird wehtun. In dem Raum mit diesem halblebenden Feuerwesen. Na toll. Könnten sie sein. So. Jetzt müssen wir eigentlich. Moment mal. Bin ich jetzt dumm? Jetzt muss ich wieder einen Rückweg finden. Das ist auch wieder so ein lustiges Ding. Ich und was suchen. Was fehlt. Aber hier ist, wie gesagt, nichts. Auch wenn ich darauf gucke. Nee, gibt's nichts. Okay. Ja, dann müssen die irgendwo anders sein. Es kann sein, wie gesagt, mit dem Feuerwesen. In dem Raum. Wäre durchaus möglich. Nein. Mann. Ich möchte eigentlich. Nee, das auch nicht. Warte mal, war ich da jetzt unten drin? Ja, das war ja. Das war ja das. Sind hier die Dokumente? Auch nicht wirklich. Da ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Kann dadurch echt sein. Also Punkt 1, wie gesagt, in diesem Raum wäre noch möglich, wo dieses halblebende Feuerding da drin ist. Oder eben, dass man einmal draußen gewesen sein muss, dass es dann respawnt. Auch möglich. Ich suche den Ausgang. Okay. Wo wir nicht geguckt haben, glaube ich, war hier unter der Treppe, ne? Ne, hier ist nichts. Okay, erste Treppe. Es gibt ja noch eine. Wir sollten übrigens speichern, wenn wir schon wenigstens alle Blutsauger, alle Poltergeister erwischt haben. Weil jetzt kommt was Witzigeres. Also lustig wäre es jetzt mit Facecam aufzunehmen, weil mein Kopf bewegt sich natürlich mit meinem Charakter. Ach, bin ich dumm. Ich habe ja die falsche Waffe gewählt. Depp.
Okay. So, hinter der Tür ist jemand, weiß ich. Aber den erwische ich nicht so. Das ist das Schöne. Speichern. Und jetzt schnell. Okay, so geht's. Also ist das Artefakt doch hier irgendwo. Wenn es so verrückt piept. Aber wo? Ich sehe nichts. Sehr seltsam. In dem Ding drin wahrscheinlich, ja. Nee, gibt's nichts. Was gibt's hier überhaupt? Moment. Wie war das? Und das ist nicht die einzige. Ausgelöst, schön. Und da ist die nächste, man sieht's schon. Dich hatte ich auseinandergenommen, okay. Das war, glaube ich, das, wo... Ja, klar, das ist der erste Raum. Ach, ja. Löst man wenigstens das aus. Da ist doch was. Da ist noch eins. Ich sehe es von hier. Aha. Ja, und jetzt habe ich das nächste natürlich ausgelöst. Ist ja herrlich. Ja. Gehen wir in diesen Raum rein. Es wird wehtun. Nehme ich an. Das Ding bewegt sich, aber man kann dem irgendwie... ausweichen und sonst irgendwas, weil ich denke, hier könnten sie irgendwo sein. Wir speichern das mal. Gehen jetzt mal hier rein. Durchsuchen den Fritzen hier. Nee, der hat leider nichts. Aber ansonsten gibt es hier keine Dokumente. Okay, also wahrscheinlich einfach nochmal das Ganze. Cool, das hat mich nicht erwischt. Schön. Ja, ich bin schon wieder irgendwo reingelaufen, ich weiß schon. Piept schon wieder wie bekloppt. Ja. Oh, es hat auch noch die Special genutzt. Arsch. Also irgendwo ist hier was, aber ich weiß nicht wo. Tolle Wurst. Echt. Hier unter die Treppe kann man gar nicht gucken. Warte mal. Wenn ich mich jetzt hier reinpacke und nicht mehr rauskomme, habe ich ein Problem, ne? Ich verstehe es nicht. Irgendwo ist was, aber ich finde es nicht. Egal. Oder meint der oben? Meint der vielleicht meinen... Dass mein Rucksack hier in der Nähe ist? Das kann nicht sein. speichern.
Ja, ich würde aber gerne deine Waffe haben, danke. Der meint hier. Oh Gott. Idiot. Der meint den Cobblestone. Den Fleischklumpen. Der schon die ganze Zeit da war, den ich nur verpennt habe. Okay, Leute. Wir haben es geschafft, aus dem Labor rauszugehen. Anzug ist ein bisschen beschädigt. Die Flucht aus dem dunklen Tal machen wir im nächsten Part. Die wird nochmal richtig witzig. Ich freue mich jetzt schon tierischen Ast. Gucken wir mal, wie ich da verkacke. Danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Und bis dann.